Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen beim Podcast von Rockstar TV. Lass mal quatschen. Mein Name ist Florian Petzold und ja, jetzt ist das Problem, was heißt Problem ist es nicht, der Andreas hat noch Jetlag. Der kann irgendwie heute nicht quatschen, hat sich wohl eine leichte Erkältung eingefangen und deswegen mache ich heute mal den Podcast mit meinem eingeladenen Gast ganz alleine. Ihr habt schon ein bisschen was gelesen in der Description halt. Ja, ist eine sehr interessante Person und ich sage einfach mal, hallo Peter Schermann. Hi Florian, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Ja, ein Tag nach dem Rennen in Aachen. Noch ein bisschen merke ich es, aber mir geht's gut. Ja, ich merke Aachen auch noch. Irgendwie, ich habe mir einen schönen Sonnenbrand hinten im Nacken eingefangen. Die Arme und Beine habe ich eingesprüht, nur den Nacken nicht. Und deswegen irgendwie, das wird wieder eine sehr höchst interessante Nacht werden für mich, weil ich schlafe ja mal ab und zu gerne auf dem Rücken und dann tut das dann halt einfach ein bisschen weh. Aber meine Wehleidigkeit ist gar nicht so schlimm, sondern du hattest auch mal eine riesengroße Wehleidigkeit. Dir ist 2017 so zu Ostern herum ist da was Komisches passiert. Wir nennen das mal, es war ein Schlaganfall. Du hast das Thema schon im TV durchgenommen, etc. pp. Ich will jetzt gar nicht wieder von vorne damit anfangen, weil das Thema ist eigentlich durchgesprochen, durchexerziert, meiner Meinung nach. Jetzt ist die Frage, wie geht's dir jetzt heute? Sehr, sehr gut. Geht's mir heute. Also die Geschichte habe ich ja schon ganz oft erzählt. Ich habe sehr, sehr großes Glück gehabt und kann eigentlich das Leben so leben, wie es vorher auch gewohnt war, ohne riesen Einschränkungen. Also mir geht's sehr gut. Musst du Blutverdünner nehmen? Ja. Gut. ASS 100 wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, also seit einiger Zeit ASS 100 und davor ein stärkeres Mittel, aber das Problem ist natürlich dann bei Stürzen oder ja, bei Verletzungen hat man so ein bisschen das Problem, aber ja. Lieber Peter, ohne dass du es weißt, ich hatte auch einen ganz kleinen invasiven, ich nehme auch ASS 100, ich habe hier so eine Halsschlagader, da sind so Plugs drin und das ist schon ziemlich scheiße, deswegen... Das wusstest du vorher noch nicht, da haben wir noch nie rüber beide miteinander gesprochen, weil für euch da draußen, Peter und ich sind so gesehen bei einem der schönsten Fahrradreifenhersteller dieser Welt, Maxxis Reifen. Und wir haben uns beide hier in Dortmund auf dem E-Bike-Festival in Dortmund kennengelernt, was für total super war. Ne? Das Festival war richtig vom Wetter her super, ne? War rundum eine gelungene Sache. Nein, es hat aus Kübeln gegossen und sogar gehagelt. Das war gerade von uns beiden ein bisschen Sarkasmus. Und wir haben uns jetzt auch einmal kurz gesprochen gehabt in Aachen auf dem Three Rides Festival, wo du unter anderem auch mitgefahren bist. Aber rollen wir das ganze Ding jetzt nochmal von hinten richtig auf. Jetzt kommt die obligatorische Frage von mir. Peter, wer bist du denn und was machst du denn? Ich klinge mich jetzt mal aus, das kann länger dauern. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin 36 und fahre Mountainbike und Gravelrennen schon seit geraumer Zeit. Hab mal angefangen, da auch Straße zu fahren, bin dann irgendwann aufs Mountainbike gewechselt, habe mich auf die Marathon-Disziplin spezialisiert. Und bin die letzten 5 Jahre auch die Marathon-WM für Deutschland gefahren. Bin dann jetzt auch seit 2 Jahren in Gravel aktiv. Bin auch letztes Jahr die Gravel-WM für Deutschland in der Profikategorie gefahren. Und ja, bin viel rumgekommen, habe viele Facetten des Radsports gesehen. Bin, wie gesagt, Straßenrennen gefahren, auch in Afrika, Tour de Faso, Tour de France Afrikas, Tour de Senegal, hab ja durchs Radfahren die ganze Welt gesehen,
bin in über 30 Ländern professionell Rennen gefahren und auch im Mountainbike-Marathon-Bereich eigentlich alle großen Rennen, die man kennt, Cape Epic, Transalp, Zischmale, Andalusia Bike Race, die ganzen Eintages-Klassiker, WM, EM und ja, bin jetzt bei so einem 50-50-Programm ungefähr angelangt, das ich zwischen Gravel und Mountainbike-Marathon aufteile. Und ja, es macht mir nach wie vor großen Spaß. Es ist nicht einfacher geworden. Das Level ist stark gestiegen, auch im vor allen Dingen jetzt im Gravel hat man das gemerkt. Aber ja, mir macht es nach wie vor großen Spaß und ich bin mir des Privilegs, das so machen zu können, wie ich es kann, mit den ursprünglichen Sponsoren, die ich an meiner Seite habe seit Jahren, sehr bewusst und genieße das in vollen Zügen. Ja, das glaube ich ganz, ganz stark. Vor allen Dingen, das Epic war ja kurz nach dem Vorfall. Wie motiviert man sich damit, irgendwie sowas dann zu machen? Weil Epic ist mal irgendwie, unter jedem Schatten sind es ja gefühlte 50 Grad und dann in der Sonne ist es wahrscheinlich, also 40, 50 Grad irgendwie. Aber wie motiviert man sich dann aus so einer Phase heraus, dann noch aus Europa stammend, die Kälte noch im Nacken gehabt und dann dieses Rennen in 8 Tagen durchzuseppen? Das war jetzt schon eine gewisse Zeit nachdem das letzte Mal, was ich gemacht habe, war glaube ich 2-3 Jahre her. Da bin ich dazwischen, zwischen Schlaganfall und Cape Epic, schon einige andere Rennen gefahren. Das erste Rennen, was ich nach dem Schlaganfall gefahren bin, bin ich irgendwo in Ostdeutschland, ganz inkognito in einem komplett schwarzen Dress gefahren, wo ich dann mit meiner Freundin einfach hin bin, um einfach zu schauen, ob das noch was für mich ist oder ob mich da irgendwie Sachen blockieren. Am Anfang war es jetzt nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will jetzt wieder an der WM teilnehmen oder irgendwas professionell Rennen fahren, sondern es war eher das Gefühl für mich, wieder meinem Körper vertrauen zu können. Und das habe ich bei diesem ersten Rennen, da bin ich auch direkt wieder Zweiter geworden. Natürlich auch ein kleineres Rennen, nicht gut besetzt. Von da an war es noch ein weiter Weg. Aber ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, dass ich das hatte, sondern habe eigentlich nur daran gedacht, wo ich ins Ziel gefahren bin und meine Freundin gesehen habe, die halt Tränen in den Augen hatte. Für mich ist es ja ein großer Teil meines Lebens, Sport zu machen. Das bin ich von Kindesbeinen an gewöhnt. Und man ist natürlich mehr als ein Sportler. Man ist darüber hinaus ja auch, hat mehrere Facetten. Aber wenn man das so lange macht wie ich und auch auf dem Level, ist der Sportler schon ein Großteil dessen, was man ist. Und das ist sehr schwer, es einfach aufzugeben, fremdbestimmt, sage ich mal. Man sagt ja immer so, Sportler sterben 2 Tode. Einmal halt beim Karriereende und dann einmal, wenn es soweit ist. Und dass ich das nicht selbst auswählen konnte, das hat mich stark gestört. Ich wollte das auf meine eigene Art und Weise halt machen. Und ja, bin froh, dass ich es dann halt nochmal so hinbekommen habe. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, muss man natürlich sagen, es haben natürlich schon auch ja viele Sachen mich danach in der Entwicklung behindert, die damit zu tun hatten, dass die Entwicklung jetzt nicht so weitergegangen ist, wie es am Anfang oder davor war. Aber ich bin eigentlich sehr glücklich damit, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass ich auch wieder ein vernünftiges Level erreicht habe. Und ja, die Motivation dahinter ist für mich einfach, das Rennenfahren macht mir viel Spaß. Ich messe mich auch gerne mit anderen. Das ist natürlich auch ein Nervenkitzel. Und ja, dieser Progress, den man im Training hat, das ist was mich immer motiviert hat, man besser wird, dass man selbst das sieht, dass immer wieder Verbesserungen möglich sind. Aber der Hauptgrund, warum ich weiterhin so viel Rad fahre und Rennen fahre, ist halt, weil das für mich ein absolutes Freiheitsgefühl ist. Wenn ich in der Natur bin, im Wald, auf dem Rad sitze, dann ist es für mich, ja,
das würde ich auch machen, ohne dass mir jemand dafür Geld gibt oder dass ich irgendwelche Rennen vom Kopf habe. Das ist einfach ja für mich ein Stück Lebensqualität. Und klar hat man es dann auch irgendwann mal in einer langen Saison irgendwie so ein bisschen über, aber ich merke dann eigentlich immer relativ schnell wieder, dass mir das extrem fehlt. Und das ist sicherlich was, was ich versuchen werde, sehr lange, mein Leben lang aufrechtzuerhalten, dass ich halt, das Radfahren fühlt sich für mich an eigentlich wie Freiheit. Und wenn man in so einem Flow-Moment ist und richtig fit ist, dann ist das für mich halt einfach ein Gefühl, nachdem man auch irgendwo ein bisschen süchtig wird, sicherlich. Ja, ich bin jetzt hier kein Spitzensportler, du kennst meine Figur, aber ich verstehe trotzdem, was du da sagst, mit dem Fahrrad durch die Wälder zu fahren. Jetzt kommt ein kleiner Insider, sehr viel Sauerstoff aufzunehmen. Jetzt wird sich Nora wieder kaputt lachen von uns. Dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob das Ähnliche ist wie du, aber das habe ich auch. Na, also in der Natur sich zu befinden, mit dem Fahrrad durch die Natur zu fahren und einfach halt das Ganze zu genießen, aber dann aber auch mal zu sagen, irgendwie mal kurz anhalten und wirklich mal gucken. Ne, und nicht wumm. Ne? Das hat überhaupt nichts, das hat gar nichts mit dem Fitnesszustand zu tun. Das ist einfach eine Sache, dass, und ich glaube halt, wenn man das einmal erlebt hat und das wirklich einmal bewusst wahrnimmt, das ist, kann man natürlich auch jetzt irgendwie mit dem Wandern machen und so weiter, aber einfach in der Natur zu sein und das zu haben, das ist doch eine Lebensqualität, die man, wenn man das gewöhnt ist, nicht mehr loslassen möchte. Und das ist für mich nach wie vor ein sehr großer Antrieb, warum ich den Sport so mache, wie ich ihn mache. Das ist eine gute Einstellung. Und das ist ja auch das irgendwie halt, irgendwie, ich sage ja auch immer, fahrt gemeinsam Fahrrad, erlebt die Natur und habt Spaß da, guckt aber auch mal links und rechts und fertig. Jetzt nochmal auf deine Karriere. Wie alt sagtest du, wärst du nochmal? 36. Ja. Ich will da jetzt nicht zu nahe treten, aber was machst du denn nach deiner Karriere? Hast du schon Gedanken im Kopf? Was würdest du gerne machen? Weil ich sag mal so, du bringst ja Erfahrung mit. Du bringst auch Erfahrung mit von einer, ja, ich sag's einfach, Scheißzeit her. Du weißt, glaube ich, wie du dich selber motivieren kannst. Kannst du andere Leute motivieren? Siehst du dich irgendwie nachher als Coach, Motivator oder machst du das schon? Ja, also ich habe schon so Motivationsvorträge schon ein paar Mal in Hotels und auch schon mal für eine Organisation gehalten. Das ist sicherlich was, was mir Spaß macht. Ich habe jetzt auch über den Christian Knees, das ist ein ehemaliger Straßenprofi vom Team Sky, der auch ein Coaching-Unternehmen hat. Da bin ich seit einiger Zeit mit dabei und trainiere so one-on-one ein paar Kunden, speziell auch die für den Offroad-Bereich bin ich da so ein bisschen der Spezialist. Das macht mir auch viel Spaß, ob das jetzt was ist, was ich als Haupttätigkeit machen werde, weiß ich nicht. Mir macht es halt Spaß schon und das ist auch eine Rolle, die ich natürlich jetzt in diesem Embrace the World Team habe. Da bin ich sehr, sehr lange aktiv, bin auch der älteste Fahrer und gebe dann natürlich auch so ein bisschen meine Erfahrungen weiter, weil es natürlich auch in der Sportart, im Radsport, nicht nur reicht, gut Rad zu fahren, schnell Rad zu fahren, sondern da muss man relativ viele Facetten mitbringen, um das Ganze professionell ausüben zu können. Gerade in der Sportart, wo jetzt nicht so viel Geld ist, wie natürlich in irgendeiner Fußball oder in anderen Sportarten, da muss man halt so ein bisschen ein Paket haben, um sich da längere Zeit zu halten. Aber ich habe auch ganz klassisch an der Universität VWL und Sozialpsychologie studiert, habe es auch abgeschlossen und arbeite seit einiger Zeit, 20 Stunden, jetzt schon parallel bei einer Fondsgesellschaft. Von daher bin ich eigentlich relativ gut aufgestellt, aber nichtsdestotrotz, die Hauptenergie
Und der Hauptfokus ist das Radfahren. Und wenn es nach mir geht, bleibt das mindestens auch nächste Saison noch so. Und dann würde ich jetzt, wenn du mich einfach so aus dem Blauen heraus fragst, von der Idealvorstellung einfach irgendwie vielleicht in einer Art Botschafterrolle für ein paar Marken, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet erhalten bleiben, dass ich halt immer noch ein paar Events und ein paar Rennen auch mache, vielleicht auch Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Ja, aber einfach, dass ich im Radfahren so ein bisschen verbunden bleibe und jetzt nicht da so einen ganz harten Cut habe, wie man das früher gemacht hat. Genau. Aber ja, das ist jetzt auch in dem absehbaren Zeitraum, dass das quasi dann irgendwann auf dem Level aufhören wird. Und das ist auch gut so, es rücken sehr viele schnelle Jungs nach. Ja, wir werden alle älter, das sagt man mir ja auch immer irgendwie. Kann ja daran auch nichts ändern. Aber also ich sage immer zu mir irgendwie halt, ich bin 14 und bin eigentlich nur gewachsen und das war's. Weil ich versuche immer noch so eine leichte kindliche Ader mit dabei zu tragen. Kann natürlich auch anders, wenn ich möchte. Das sollte auch jeder wissen. Jetzt noch mal zum Thema, weil du vorhin gerade schön darüber gesprochen hast. Man muss ein Paket mitbringen, um überhaupt da in diesem Business, wo du dich bewegst oder wo viele andere, auch Enduro-Mountainbiker, Downhill-Fahrer, wir hatten ja auch schon Nina Hoffmann mit drin in dem Podcast. Wie bist du zu deinen Sponsoren, also wie bist du zu deinem ersten Sponsor gekommen? Hat der dich angesprochen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Oder bist du, ich sag jetzt mal, like Jasper Jauch, weil der hat das auch mal aufgedröselt, wie er seinen ersten Sponsor, also eine handgeschriebene Mappe, wirklich handgeschrieben, dann noch gemalt und sowas alles. Und das hat er dann überreicht gehabt. Na, so, wie ist der Sponsor auf dich zugekommen? Welcher Sponsor war es? Oder bist du auf den Sponsor zugegangen? Also eine Sache, wenn man jetzt kein Megatalent ist, also sagen wir mal, wenn man herausragendes sportliches Potenzial hat, also man Top 10 in der Welt ist in der Sportart, in der man sich befindet, oder dann auch vielleicht eine Sportart, die auch olympisch ist, dann läuft es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nochmal anders. Aber ja, ich war jetzt physiologisch nie das riesengroße Talent, und aber auch physiologisch gibt es sehr, sehr viele Leute, die deutlich besser sind und waren als ich. Mein ersten Sponsor war Dextro Energy, und das hatte ich eigentlich alles ja einfach immer so ein bisschen mit aufgebaut, dass ich am Anfang bei vielen Sponsoren, da hast du mal eine Sache bekommen oder hast du mal erstmal nur ja eine Naturalsponsorung bekommen. Das heißt, du hast jetzt von Dextro Energy Produkte bekommen oder du hast von einem Reifenhersteller einen Reifen bekommen, und das ist dann quasi auch mit dem Level, was bei mir gestiegen ist, und mit der Präsenz ist das dann auch mitgewachsen, dass man halt, so bin ich eigentlich am besten gefahren, dass ich einfach ja langfristig Partner gefunden habe, wo es auch menschlich passt, wo man auch offen kommuniziert, wie es ausschaut und was man erwartet, und dass sich das dann einfach ja mit aufbaut. Man muss sich so ein bisschen von dem Glauben fernmachen, dass wenn man irgendwie eine gute Saison hat oder irgendwas erreicht, dass da Leute anklopfen, weil das ist einfach auch eine zu große Nische in einer Nische nochmal. Das ist mir einmal passiert, dass ein großer Sponsor angerufen hat und ich einen sehr guten Vertrag abgeschlossen habe bei einer bekannten Brauerei. Davon muss also, aber im Endeffekt muss man sich darum selbst kümmern, oder man muss jemanden haben, der sich darum kümmert, da muss man aktiv zugehen, und ja, ich bin sehr glücklich, und das hat natürlich auch wahrscheinlich viel mit Glück zu tun. Ich habe seit langer Zeit einen gleichen Bike-Sponsor mit Canyon, mit Ergon, die auch mit Canyon natürlich verbandelt sind, einen sehr guten Partner, und mit Maxis auch jetzt schon seit längerem eine sehr gute Zusammenarbeit, und das ist einfach dann halt auch ja, ich glaube, das geht dann halt auch natürlich über die Ergebnisse hinaus, weil in einer langen Zeit, wo man Rennen fährt, in der Karriere, gibt es immer Phasen, wo es nicht läuft. Und vor allen Dingen jetzt, wo das Level so hoch ist, ist es halt so, dass man
mit, wenn irgendwas dazwischen kommt oder man nicht hundertprozentig den Formaufbau so hinbekommt, dann wird man halt nicht Zehnter, sondern wird es halt schwierig bei einem World Cup, beim Marathon oder jetzt auch beim Gravel überhaupt in die Top 80 zu fahren. Von daher ist es, denke ich, auch wichtig, dass man eine Personality mitbringt und einfach halt ja so ein bisschen ein Typ ist. Ich habe natürlich auch dann relativ viel Fotoshootings gemacht für Partner und ja, bin eigentlich soweit sehr, sehr zufrieden, wie es ist. Naja, da hast du jetzt schon mal wieder deine ganzen Partner mit diesem Podcast natürlich wieder befriedigt. Du hast sie ja aufgeführt, fast alle. Von daher ist das ja auch mal wieder was Positives. Für uns beide Maxis halt einfach, die weltbesten Reifen, die es überhaupt gibt. Der Lukas wird mich hassen. Egal. Wie lange bist du jetzt bei Maxis? Du sagtest gerade so ein paar Jährchen schon. Hast du irgendwie was einfach nur Reifen bekommen? Auch so, wie du es ja sagst. Mit einer Zeit bekommt man halt was, dann wird einem das hingestellt. Probier doch mal, fahr doch mal. Oder war das gleich schon so irgendwie so, ey Peter, wir wollen dich und auch hier natürlich finanziell und wie ist es gelaufen? Ich weiß, du darfst dich aus dem Vertrag erzählen, ist schon klar, aber... Ja, also das war, glaube ich, ich bin ja auch im Embrace the World Team und da bin ich natürlich auch gebunden, was die machen. Da gab es auch mal ein Mountainbike-Team mit Sponsoren. Jetzt bin ich quasi der einzige Mountainbiker. Es gibt jetzt auch ein paar Leute, die Gravel mitfahren. Aber ich habe ja natürlich die sehr gute Situation, dass ich quasi in diesem Team bin, aber auch Partner und Sponsoren gewinnen kann, bei denen sich das nicht beißt mit den Teamsponsoren. Maxis ist jetzt auch Sponsor vom Embrace the World Team, also die haben auch ein Frauenteam. Das heißt, die fahren jetzt auch den Highroad zum Beispiel auf der Straße, im Gravel fahren sie den Reifen. Und ich glaube, das war damals so, dass wir eigentlich eine andere Reifenmarke hatten als Sponsor beim Mountainbike-Team und ich damit sehr viele Probleme hatte, ungewöhnlich viele Probleme in diesem Jahr und dann irgendwann die Möglichkeit bestand, bei der Transalp einfach mal den Maxis-Reifen zu testen und dann habe ich das gemacht und war dann sehr schnell davon überzeugt und dann habe ich glaube ich, in dem Jahr darauf, dann waren wir, glaube ich, frei vom Team her. Wir waren da, glaube ich, frei von der Reifenwahl her. Und dann konnte ich quasi einen persönlichen Deal mit Maxis machen. Der war am Anfang auch, glaube ich, nur mit Reifen. Und dann ist das so ein bisschen gewachsen, wo die mich dann halt persönlich auch kennengelernt haben. Schätzen gelernt haben. Ja, ich habe den Lukas jetzt auch am Wochenende sehr, sehr schätzen gelernt, um das mal so zu sagen. Gravel. Du kommst vom Mountainbike und viele kommen vom Mountainbike und gehen jetzt immer mehr und mehr irgendwie, gehen sie auf dieses Rennrad, dieses Gravelbike, was aussieht wie ein Rennrad eigentlich im Endeffekt, nur mit breiten Reifen. Ja. Warum bist du auf das Gravel gegangen? Weil du hattest ja schon eine Sportart. Das Mountainbiken. Ja. Warum bist du dann rübergegangen noch zum Gravel? Was hat dich dabei gejuckt? Und sozusagen irgendwie halt, ja, um dieses Gefährt unterm Arsch zu haben und dann loszulegen? Also, ich komme aus einer Region, aus Trier, wo jetzt für einen Mountainbike-Marathonfahrer es schon gute Trainingsbedingungen gibt. Also man kann schon lange Runden fahren, auch in Luxemburg ist schon im Straßenrad sehr schön. Man kann auch Mountainbike fahren. Aber sowohl das Trainingsterrain als auch ich von meiner Physiologie her bin beim Mountainbike-Marathon in den letzten Jahren immer so ein bisschen an eine Grenze gestoßen, weil es am Anfang noch so war, auch bei den World Cups, dass es sehr viele Marathon-World Cups gab, die auch unterschiedliche Fahrertypen unterstützt hatten. Das heißt, es gab Rennen beispielsweise in Schweden, was eher schwereren Fahrertypen entgegenkam.
wohingegen dann in den letzten Jahren halt es auch bei der WM immer so war, dass es einfach immer ein extremer Kletterkurs war für Kletterer, wo man dann einfach auch ein bisschen zur Stelle getreten ist, dass ich mit 75 Kilo und knapp 1,90 Meter halt, ja, da nicht so richtig vorankam. Dann wurde das auch zusammengefasst, dass die quasi die World Cups, es nur sehr wenige den World Cup-Status haben, wo man Punkte sammeln kann für eine WM-Quali beispielsweise. Und das mit dem Körperrad habe ich eigentlich schon eine längere Zeit gemacht als Trainingsrad, einfach ein Crossrad hatte ich damals und dann habe ich einfach relativ die breitesten Reifen drauf gemacht, die ich finden konnte und das hat einfach immer schon sehr viel Spaß gemacht. Also das haben wir im Winter hier mit zwei, drei Kumpels, mit Markus und mit dem, fällt mir der Name gerade nicht ein, sehr guter. Ist nicht schlimm, kann jedem passieren. Ja. Also sind wir einfach quasi auf schlechten Wegen, auf kleinen Wirtschaftswegen dann da rumgefahren. Das war was ich mit dem Straßenrad immer gerne gemacht habe, die dicksten Reifen drauf, die reingehen und dann halt sehr viele kleine Wege, Schotter auch mal mitgenommen. Das ist, was ich immer gerne gemacht habe. Und dann, als diese Gravel-Sache dann so entstand, war das ja eigentlich genau das, was wir immer gerne gemacht haben. Und dann ist natürlich so, dass es auch von der Industrie her getrieben ist, dass quasi da, ja, von der Industrie her ein großer Anreiz besteht, weil viele Gravel-Räder verkauft werden, dass dann auch für mich relativ klar war, dass ich dann, hatte ich ein Gravel-Rad dann halt bekommen, auch von Canyon und bin dann zwei Wochen später in Belgien direkt WM-Norm gefahren, auf einem relativ technischen Kurs, muss man sagen. Und jetzt ist es so, dass ich die Rennen, die ich dieses Jahr gefahren bin, würde ich sagen, dass das eher Rennen sind, die Straßenfahrern oder Crossfahrern mehr entgegenkommen, weil es eher taktisch geprägt ist, es ist wenig technische Passagen dabei. Und es ist halt sehr, sehr viel Gesprinter aus den Kurven raus. Und das ist was ein Marathonfahrer nicht so gut beherrscht. Nichtsdestotrotz, Gravel macht großen Spaß. Und ist auch ein Rad, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, der jetzt nicht irgendwie Mountainbike-affin ist oder irgendwo, das ist einfach ein Rad, was ich jedem empfehlen würde. Man kann einfach in den Wald fahren, man kann auch gleiche Trails damit fahren und für mich als Mountainbiker sind natürlich Rennen gut, wo es technisch ist und die sehr lang sind. Das ist einfach, war für mich eine logische Konsequenz, das jetzt zu verbinden und das ist natürlich auch nochmal was Neues, nicht immer die gleichen Rennen, sondern es sind jetzt nochmal neue Rennen hinzugekommen, neue Orte, auch nochmal neue Gegner, mit denen man sich misst, wenn man teilweise die Straßenjungs sieht, die jetzt da dazugekommen sind oder auch die Crossfahrer, mit denen ich wenig Berührungspunkte hatte, das ist ein sehr reizvoller Wettbewerb auf einem sehr hohen Level. Okay, gerade im Gespräch sagtest du irgendwie, wo du dann das erste Gravelbike von deinem Sponsor bekommen hast, bist du dann gleich da in Belgien gefahren. Und dann hast du aber gesagt gehabt, irgendwie, und jetzt war schön technisch verspielt, schätzungsweise, so habe ich das jetzt rausgehört oder auch verstanden. Und jetzt hast du gesagt, irgendwie, jetzt sind so die, ja, aus der Kurve raus Gas geben, wieder irgendwie so. Leichter, schon fast schon wieder Straße, so ungefähr, hörte ich so ein bisschen raus. Was, wenn du jetzt irgendwie bei der UEC wärst, jetzt mach ich mal einen Fass auf, wie würdest du Gravelbiken definieren? Wie würdest du dann sagen, irgendwie so muss ein Gravelbike-Rennen ausschauen? Ich glaube, man ist da natürlich auch in einer Findungsphase. Wir haben die sehr langen Rennen in den USA, die wichtig sind, anbaut. Wir haben jetzt beispielsweise einen Tracker, wo ich letzte Woche war, das 200 Kilometer ist und was auch teilweise relativ rough ist. Wir haben jetzt die Gravel, UCI Gravel World Series Rennen, wo jetzt Aachen war, im Team Weiz Festival, wo vorher Falkenburg und Wörthersee war. Das sind alles relativ unterschiedliche Rennen und das ist natürlich auch davon abhängig, genau wie beim Mountainbike, Marathon,
die Rennen sind unterschiedlich von der Charakteristik her, weil natürlich jeder Spot, wo das ist, nicht die gleichen Voraussetzungen hat. Das heißt, jetzt, wenn wir in den USA sind und wir fahren 60 Kilometer in eine Richtung, da haben wir eine andere Renndynamik als bei einem Rennen in Aachen. Kurzer Werbeblock für unseren Podcast. Bitte gebt uns Sternchen, stellt uns Fragen, gebt uns Feedbacks zu unserem Podcast. Auch hier mit Peter Schermann. Wie habt ihr den Podcast gefunden? Kommentiert das, schreibt uns. Und ja, ich hab euch lieb. Und jetzt geht der Podcast weiter. Tschö. Die war sehr lang. Da sind wir einfach in so einer Findungsphase drin. Für mich, wenn du mich persönlich fragst, hätte ich es gerne natürlich technischer, weil da habe ich einen Vorteil gegenüber vielen Straßenfahrern und Gravelfahrern. Und natürlich relativ lang, weil 3 Stunden, 3,5 Stunden, an die 4 Stunden ran können sehr, sehr viele schnell fahren. Wenn es dann rund Stunde 5 geht, 5,5, an die 6 ran, ist es nochmal was anderes. Es ist ein Mix aus Schotterwegen, Straße und leichten Singletrails. Und ja, ich war jetzt am Wochenende in der 3. Gruppe, wo dann aber halt auch illustre Namen wie Alban Lacada, dreifacher Marathon-Weltmeister drin sind, Ton Arz, Cross-Weltmeister. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Feld und ich habe mir dann halt einfach gedacht, wo wir dann halt wieder, ich glaube, der Alban ist halt noch, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 43, 44 oder so. Als ich den dann habe raussprinten sehen, ich habe dann Hinterrad wieder zur Gruppe nach der Kurve, habe ich halt gedacht, das ist eigentlich teilweise das, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Das ist halt jetzt so ein bisschen so eine Findungsphase, aber das ist auch spannend. Da tun sich neue Sachen auf und ja, wie viel Potenzial das Ganze hat, denke ich, hat man jetzt auch am Wochenende gesehen. Das zieht einfach die Massen an. Es ist ein bisschen wie in der Anfangsphase vom Marathon. Das waren Massenevents. Es ist für jeden zugänglich und es ist natürlich nochmal eine geringere technische Herausforderung, als das Mountainbike zu fahren. Wo ich jetzt früher gesagt hätte, die Jungs jetzt vom Elite-Team Embrace the World, gute Straßenfahrer, wenn du die zum Mountainbike-Marathon-World-Cup schickst, bringen die sich um, weil sie es halt, weil es kein Mountainbike-Fahrer sind, ohne jetzt irgendwie disrespektierlich zu sein, wo man hingegen beim Gravel-Rennen sagen muss, werden die relativ schnell hinbekommen und die Pferdestärke, die die jetzt dann da unter der Haube haben, das, ja, das kriegen sie auch hin. Von daher, ja, es ist halt so ein Mix jetzt, wo wir uns gerade hinbewegen und da muss man einfach schauen, wo es hingeht. Zukunft des Graveln. Könnte es olympisch werden? Was meinst du? Ich bin relativ sicher, dass es olympisch wird. Aber das wird für mich keine Rolle mehr spielen. Aber ich bin auch, wie die Industrie dahinter steht, das ist sicherlich auch ein Faktor, könnte ich mir vorstellen, dass es olympisch wird. Und es ist natürlich auch ein Rennen, was eher taktisch geprägt ist, was vielleicht auch im Übertragungsformat nochmal etwas spannender ist als Marathon, wo natürlich jetzt wir beim Cape Epic so auch eine super Übertragung haben, aber wo es bei Eintagesrennen oft so ist, dass die Kurse halt so schwer sind, dass halt quasi selbst in der Spitze sich selten sehr große Duelle ergeben, sondern dass es eher geprägt ist, dass ja, einfach der Stärkste. Was natürlich auch schön ist, sportlich gesehen, aber was vom Zuschauen her natürlich ein bisschen die Spannung oft nimmt, dass es halt ein bisschen taktischer ist. Und wenn man jetzt sieht, dass Stars wie im Wout oder Mathieu van der Poel Gravel WM fahren, denke ich, das ist schon eine Signalwirkung, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ja, dann hoffen wir mal ganz stark, dass das vielleicht noch zu unseren Lebzeiten irgendwie halt, ich bin ja ein bisschen älter irgendwie, um wieder mal das Thema aufzumachen, irgendwie halt, dass wir das noch am Krückstock eben, keine Ahnung, mit einer 3D-Brille sehen, wo wir mitfahren und uns umgucken können wahrscheinlich. Also ich fände es cool. Ich habe nur wiederum diese Befürchtung, wenn es wieder olympisch wird, dann wird es
Ich weiß nicht, also ich sag mal so, wenn ich die Cross-Country-Rennen sehe bei Olympia irgendwie, dann denke ich schon so irgendwie, sag mal, fahrt ihr da jetzt so halb downhill oder was ist das da, ne? Also jetzt da, wo das letzte Mal war, Olympia, irgendwie halt dieser Sprung, der da mit drin war, da dachte ich auch so, ey, ist das jetzt hier neue Sprungmeisterschaften auf dem Fahrrad oder was ist denn da los, ne? So, ja. Ja, weißt du, ich habe immer so das Gefühl, wenn diese Sportarten dann olympisch werden, dass das dann nachher verwässert wird. Wir hatten vor kurzem hier einen Podcast mit einem sehr, sehr geilen Skateboarder aus meinem Jahrgang. Der freut sich gerade drüber, dass die Frauen-Skateboard olympisch ist. Ja. So, warum? Weil sie haben den zweiten Anlauf gemacht gehabt und haben dem Olympischen Komitee mal gesagt gehabt, wie das so ein bisschen funktioniert, damit das halt einfach nicht verwässert wird. So, und meine Befürchtung ist jetzt natürlich, wie du es ja auch vorhin richtig gesagt hast, da ist jetzt ein Van de Poel, ein Mathieu und alle fahren Gravel. Und wenn es dann halt dann olympisch wird, dann habe ich wieder diese Befürchtung, dass es irgendwie eine Verwässerung des Gravelbikens, weil wie willst du Gravel verbessern, ne? Also, ja, verstehst du, was ich meine? Im Endeffekt, sagen wir mal, haben wir durch diese ganzen Disziplinen, man kann halt schon auch, auch, man kann auch in die andere Richtung argumentieren. Im Endeffekt machen wir mit den Gravel-Rennen jetzt nichts wie sehr einfache Mountainbike-Marathon-Rennen in Deutschland. Nur etwas kürzer. Und mit einem anderen Rad und dadurch auch durch mit einer anderen Dynamik. Man hat halt den Vorteil jetzt nicht mehr, dass man, wenn man halt am Berg abgehangen wird, durch die Abfahrt wieder reinfahren kann bei den Gravel World Series Rennen, weil meistens die Abfahrt nicht so technisch ist, dass du einen riesen Unterschied machen kannst, was beim Mountainbike Marathon natürlich noch der Fall ist. Aber das ist auch eine Weiterentwicklung, wo du eben sagst, das Cross Country wurde immer technischer, auch die Marathonrennen wurden immer technischer. Wo ich das erste Marathon World Cup Rennen gefahren bin, war für mich unvorstellbar, dass ich da irgendwie mal eine Rolle spielen kann oder halt, ja, vielleicht mal Top 20 im World Cup fahren, glaube Top 15 fahren kann, weil es einfach so technisch war. Da wächst man auch rein und natürlich, wenn die Bikes wurden viel besser, viel stabiler, wir haben mehr Federweg gehabt, die Geometrie wurde besser. Das macht natürlich wieder andere Möglichkeiten auf und Spitzensport jetzt olympisch gesehen ist natürlich auch immer was, was am Maximum des körperlich Machbaren und des technisch Machbaren irgendwo ist. Von daher finde ich diese Entwicklung, dass man sagt, ah ja, die Cross-Country-Rennen sind jetzt so technisch, das war früher ein Downhill-World Cup drin. Das ist einfach, glaube ich, der Fortschritt, der gemacht wird. Um jetzt ein Cross-Country-Rennen auf einem World Cup-Level vernünftig fahren zu können, musst du fahrtechnisch sehr, 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 sehr gut sein. Und da hätte ich und wahrscheinlich auch viele Marathonfahrer bei manchen Sachen natürlich auch schon ein Problem. Gravel, denke ich, dass man sich jetzt diesen Spirit of Gravel, dass man sagt, es war vielleicht noch leicht spürbar in dem ersten Jahr, wo man so sagt, okay, das ist so ein bisschen anders jetzt als Marathon, weil wir halten vielleicht auch mal noch zusammen an, füllen die Flasche auf. Es wird auch mal ein pinker Stop bei längeren Rennen beispielsweise gemacht. Davon muss man sich jetzt verabschieden, weil der Sport immer dann, wenn auch Geld reinkommt, der Sport professioneller wird, das war beim Marathon auch so, dann ist dieses Spirit ist sehr, sehr schnell weg, weil es kommen World Tour Teams hinzu, die jetzt Gravel-Rennen mitfahren, es gibt spezielle Gravel-Teams, es gibt viele Gravel-Profis, die früher World Tour-Fahrer waren, die natürlich einen entsprechenden Motor mitbringen und dann steigt das Level einfach und es gilt jetzt da einfach, glaube ich, so ein bisschen herauszufinden, was diese Sportart abgrenzt von Marathon, von Straßenrennen, weil wir haben auch Straßenrennen mit Gravel-Passagen, dass man da halt einfach eine Identität findet und diesen Boom, der zweifelsohne jetzt da ist. Ich meine, wir hatten jetzt da auch wieder sehr, sehr viele Starter, bei den anderen beiden Rennen auch. Das heißt, das ist, was die Leute anspricht und diesen Boom gilt es jetzt so ein bisschen auszunutzen und da weiter zu wachsen. Okay, ja, ich weiß, gerade die ganze Zeit überlegen irgendwie und ja, du hast recht irgendwie, es sind ja, olympisch ist ja das Nonplusultra, ja. Und da sollte man die Herausforderung
annehmen, auch jetzt, ne, wenn es dann halt einfach technischer wird. Oh Gott, irgendwie, aber ich bin bei Olympia, irgendwie halt, das muss ich jetzt rocken, irgendwie, ne? Irgendwie halt so, ne, dass da dann halt auch die Entwicklung natürlich dann stattfinden kann. Dass sie natürlich dann dadurch auch nochmal gefördert wird, irgendwie halt den inneren Schweinehund zu überwinden, um dann nachher zu sagen, irgendwie, guck mal, ich bin Erster. Ja, ne? Das ist so. Jetzt will ich aber dennoch mal bei dem Punkt Gravel überhaupt bleiben wollen. Der nächste Punkt, den dann so ist, mal für mich nochmal aufzugreifen. Wir hatten ja beide das Feeling, die Freude an der Natur, mit dem Fahrrad durch die Natur zu fahren. Deine Freundin ist hinter dir hergegangen, alles gut. Ich mache ja keine Videoaufnahmen. Ja. die wohnt ja auch. Ja, das glaube ich halt. Aber alles gut. Wie schaut's denn mal aus, irgendwie, wenn du schon mal sagst, irgendwie so, ich weiß ja, bald geht das hier bei mir, werde ich mich zurückziehen aus dem Profisport. Was ist denn mit Graveln und Backpacking? Hast du das schon mal gemacht? Also auf dem Gravel, richtig Backpacking, hinten Arschrakete, vorne Tasche, unten und dann Abmarsch und erzähl, was hast du gemacht? Das habe ich schon dreimal gemacht. Und zwar einmal mit meinem guten Kumpel Bernd, eine Gravel-Bikepacking-Tour mit Zelten, wo ich auch zum ersten Mal nochmal gezeltet habe, seit ich ein Kind war, irgendwann mal zwischen Rennen. 3 Tage waren wir unterwegs, waren unter anderem in Maastricht. Super Erfahrung gewesen. Und dann habe ich es ja dann immer mal gemacht, wenn ich sehr lange trainieren muss. Ich bin mal auch Ultra-Europameisterschaft im Mountainbike-Marathon gefahren. Das heißt, das ist dann auch 230 Kilometer, also auch sehr, sehr lange Renndauer. Da musst du halt auch ein paar ganz lange Einheiten reinbekommen. Dann habe ich es halt mal gemacht, dass ich zum Beispiel mal zu einem entfernten Kumpel gefahren bin mit Gepäck. Hab dann aber bei ihm geschlafen und am nächsten Tag wieder 10 Stunden zurückgefahren zur Eurobike letztes Jahr, wo ich da für Maxis auch 2 Tage im Einsatz war, bin ich auch mit dem Rad nach Frankfurt gefahren, von mir aus nach Trier mit Straßenrad und Packtaschen und hab da so die ersten 3 Trips hinter mir. Und ja, man muss wissen, wie man die Arschrakete packt, damit die nicht ganz so krass rumschaukelt, aber ja, ist für mich ein tolles Gefühl. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man halt vom Rennsport kommt, mit diesem Gepäck am Rad. Das fährt sich natürlich schon ein bisschen anders und aber die Möglichkeiten sind da jetzt auch relativ gut. Also ich hatte so ein Ding am Lenker, eine große Rahmentasche, eine Arschrakete und dann kannst du eigentlich schon relativ viel mitnehmen. Da, wo ich mit Zelt unterwegs war, mit Schlafsack dann noch und so, ist dann halt schon nochmal eine Nummer, das alles am Rad zu befestigen, aber man muss sich dann einfach da ein bisschen reduzieren, also bei diesem Trip, den ich dann nach Maastricht gemacht habe mit meinem Kumpel Bernd, hab ich das Nötigste einfach mitgenommen, man braucht auch meistens weniger, als man denkt. Ja, das ist diese Frage war eigentlich auch so ein bisschen eigennützig für mich selbst, ja. Weil jetzt habe ich mal so jetzt ein bisschen von der Erfahrung von dir abzwacken können. Also die Arschrakete hinten ordentlich packen, richtig schön fest, alles rein am besten, ne? Genau, da wo es am Sattel, also wo es am Sattelstütze dran ist, da muss halt so gepackt werden, dass das da halt einen festen Halt hat, also entweder ganz stark stopfen oder so, dass man halt quasi da nichts Weiches hat, sondern dass man halt da irgendwas hat, was mit der Sattelstütze richtig fest gemacht werden kann. Das ist wichtig. Okay. Und Rahmen abkleben. Hab ich nicht gemacht bei einem Gravelbike, was ich von Canyon damals bekommen habe. Da sieht man natürlich danach auch dann so ein bisschen, je nach Taschen, wo der Lack so ein bisschen in Mitleidenschaft genommen wurde. Und halt Luftdruck ein bisschen erhöhen, weil man halt natürlich ein höheres Systemgewicht dann nochmal hat. Also vor allen Dingen beim Gravelbike, wo ich immer relativ niedrigen Druck fahre, muss man da schon ein bisschen höher gehen.
wenn man so viel am Rad hat. Ja. Du kennst ja mein Bike, mein Rondo halt, ne? Da hast du ja jetzt auch mal gesehen. Ich glaube, die richtigen Reifen von Maxxis habe ich drauf. Danke auch nochmal dann, jetzt Entschuldigung, ich weiß, das ist eigentlich dein Part, aber jetzt sage ich auch nochmal, danke an VD für die ganzen Taschen, weil ich will es erstmal in dem Sinne ausprobieren, dass ich erstmal sage, ich gehe auf Strava, weißt du, nimm den Pencil und zieh einmal an der Ruhr entlang hier bei mir und guck irgendwie halt, wie viele Kilometer dabei rauskommen, weil ich habe auch ein Zelt, ich habe einen kleinen Mini-Schlafsack, ich habe eine Mini-Matratze, aufblasbare, ich habe einen Gaskocher, ich habe einen kleinen Topf, ich habe Essen und also. Kannst du Weltreise machen? Ja, fast schon, ne? Aber weißt du, irgendwie halt, ich will ja auch mal ausprobieren, ist das was für mich? So. Ja. Ne? Ist das was? Ist das was für mich? Einfach mal so raus, natürlich Zeltplatz, weil wir dürfen ja hier in Deutschland nicht wild campen. Und ist das dann was für mich? Komme ich damit klar? Wenn ja, weil dann habe ich Projekte vor. Weißt du, irgendwie ja dann. Ja. Also ich möchte schon mal gerne Paris sehen. Also eher gesagt, ich möchte mal gerne den Eiffelturm sehen. Ich war noch nicht da und würde gerne mal über die Rosenlinie zum Louvre fahren und dann einmal kurz der Mona Lisa gute Nacht sagen und dann nach Hause fahren, so ungefähr. Weil das sind auch so kleine Träumchen, aber die gibt's auch beim Mountainbiken. Wir haben es dieses Jahr leider nicht geschafft, dass wir in Alpe d'Huez die Megalovange mitfahren. Wollten wir erst. Ha, klappt jetzt gerade leider alles nicht. Und natürlich ist der Wunsch Bikepark Whistler in Kanada. Ne? Also, ja. aber das will ich alles noch bis zu meinem 50. Ich habe ja noch 3 Jahre Zeit, alles geschafft haben. Okay, da hast du einiges vor dir. Aber was das Schöne ist am Bikepacken, ist halt, dass man, oder die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass man halt nicht irgendwo groß jetzt eine riesen Tour machen muss, sondern wir haben ja bei uns den Naturpark Hunsrück. Da, wo halt auch, ja, wo man halt sehr schnell einfach komplett abgeschlossen ist von irgendwie Zivilisation und irgendwelchen Wohnsiedlungen, sondern man ist dann einfach im Wald. Man macht natürlich mit dem Gravelrad mit auch nicht so viel Strecke. Aber das ist für mich auch ein schönes Freiheitsgefühl gewesen zu wissen, ich habe alles dabei, was ich brauche. Und man ist so ein bisschen remote unterwegs und das sind dann so Mikro-Adventure, sagt man ja jetzt im Neudeutsch, die, glaube ich, so in der heutigen Welt, wo wir so überfrachtet sind mit sämtlichen Informationen und sämtlichen Input, tut es mir halt auch manchmal einfach mal, jetzt abgesehen von irgendeinem Training, einfach mal gut 8 Stunden nichts zu sehen. Da ist Fahrradfahren manchmal auch ein bisschen wie eine Therapie. Man kriegt den Kopf komplett frei und ja, da kann man sich sehr schöne Runden planen. Ich plane die meistens mit Komoot. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht und genug zu essen einpacken und halt auch schauen, wo kann ich nachfüllen. Wenn man so einen ganzen Tag auf dem Rad unterwegs ist, dann muss man natürlich schon einiges reinschaufeln. Ja, reinschaufeln. Wichtig ist halt einfach ordentlich Nahrung zu sich zu nehmen, also Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Wasser, Leute. Man kann sich mal einen Beutel Elektrolyte Plus reinschmeißen, irgendwie halt, das hilft. Aber sonst kannst du dir auch ein Corny oder irgendwie sonstiges reinschmeißen. Achtet da drauf, fahrt bitte alle nicht, irgendwie, wenn ihr das hier gerade hört, mit einem richtig vollgeschlagenen Magen weiter, weil das ist kontraproduktiv. Achtet aber wirklich darauf, hört auf euren Körper und das kannst du, glaube ich, auch bestätigen, ne? Ja, das sind Aussagen, die kann man pauschal, glaube ich, gar nicht so machen, weil da ist jeder anders. Also ich jetzt, weißt du, wenn ich Grundlageneinheit fahre, kann ganz normal mich irgendwo hinsetzen und normal zum Mittagessen. Auch Sachen jetzt, wo man sagt, okay, kannst du jetzt während der Radfahrt nicht machen. Habe ich persönlich kein Problem mit. Okay. Aber es gibt auch Kollegen, die sagen, also wenn ich jetzt ein Stück Pizza esse, kannst du mich 1,5 Stunden nicht machen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, wie man es gewöhnt ist, was man für einen Magen hat. Ich habe da sehr, sehr, sehr robusten Magen. Also ich kann auch anhalten und eine Pizza essen oder einen Döner essen. Solche Sachen bei Bikepacking habe ich beim Bikepacking dann auch schon gemacht. Okay. Weil es natürlich auch wichtig, Kohlenhydrate reinzubekommen. Ist natürlich einfacher, wenn man das
durch Riegel oder durch irgendwelche anderen Sachen macht, aber da ist jeder so ein bisschen, muss er ausprobieren, was für einen passt. Wenn es für mich jetzt kein super seriöses Training ist, bin ich halt auch da mal froh, einfach irgendwie was Normales zu essen, was gut schmeckt. Also bei mir ist es wirklich so, irgendwie halt, wenn ich hier mit meinem guten Freund, dem Thomas, der wird bald 63, der zieht mich in jeglicher Hinsicht ab, also jeder zieht mich in jeglicher Hinsicht ab, aber es ist ja egal, darum geht's ja gar nicht. Wenn wir dann halt fahren und fahren dann unsere 64er-Runde, du immer, das ist, wir müssen essen gehen. Sag ich, bist du wahnsinnig? Ich kann nicht essen. Irgendwie halt, wenn ich esse, irgendwie, dann bleibe ich sitzen irgendwie und guck, wo ist die nächste Bahnhaltestelle und dann fahre ich mit der Bahn nach Hause. Ich so, essen während dem Sport oder irgendwie, weißt du so, da werde ich sowas von träge. Das ist, das geht bei mir gar nicht. Peter, jetzt kommt mal eine obligatorische Frage, die der Andreas sonst hast, der sonst hier noch mit in dem Podcast mit dabei ist. Hast du vielleicht mal auch Fragen an uns oder an mich? Da triffst du mich jetzt sehr, 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 sehr unvorbereitet. Alles gut. Vielleicht so ein bisschen, wie der Hintergrund ist, wie das Ganze entstanden ist, das würde mich sehr interessieren. Also wie kamt ihr dazu, das zu machen? Fährst du schon, wie der auch dein Hintergrund vielleicht ein bisschen von dir ist, fährst du schon sehr lange Rad, bist du erst später dazu gekommen oder ihr seid ja eher, sag ich mal, in einem abfahrtsorientierteren Bereich so ein bisschen unterwegs und ich finde es halt manchmal krass, dass diese Sparten sich untereinander oft sehr wenig berühren, dass ich also quasi als jemand, der jetzt wirklich 10, 15 Jahren sehr, sehr aktiv da ist, teilweise dann gar nicht Bescheid weiß, was in der Enduro-Szene oder in der Downhill-Szene auf nationalem Level, natürlich bekommt man so bei World Cups und so, jetzt Nina Hoffmann und so, weiß ich auch, wer das ist, aber ich finde es halt krass, dass man eine ähnliche Sportart macht, aber gar nicht so richtig Bescheid weiß von dem anderen, ja, von der anderen Disziplin. Ja. Ja. Von daher würde mich das vielleicht interessieren. Also für dich nur eben kurz, weil wenn ich die ganze Story wieder erzähle, bluten von unseren Zuhörern die Ohren wieder, weil die kennen die zigtausend Mal schon. Ich habe mit sehr, sehr jungen Jahren schon angefangen, Fahrrad zu fahren, hoch bis zu meinem 16., 17., ja, 18. Lebensjahr. Und dann kam irgendwie das Berufsleben irgendwo dazwischen. Und jetzt vor ungefähr fast 14 Jahren habe ich wieder angefangen mit dem Fahrradfahren, weil es war für mich so, Alter, du musst mal was tun, du musst mal Herz-Kreislauf und so. Und du bist ja damals Fahrrad gefahren, kann mich heute noch dran erinnern und jetzt bluten die Ohren von den anderen wieder, pass auf. Mit meinem damaligen Fahrrad, was ich irgendwie mal zwischendurch bekommen habe, weil ich für irgendjemand was mal gemacht habe aus dem Fahrradladen, da bin ich drauf, habe ich mich draufgesetzt und dann bin ich 3,5 Kilometer gefahren und ich fand mich sowas von stark und sowas von geil. Ich habe nachher mich, also ich stand da, ich war fertig wie ein Stück Kuchen, Toastbrot, wie auch immer, nimm dir irgendein Wort. Ja, und dann gucke ich irgendwie halt so die anderen und dann entdeckst du halt so diese ganzen Online-Plattformen, wo sie sich gegenseitig, also wie Strava und so, ne, wo sie sich dann irgendwie, der eine ist dann so und so viel und ich stehe dann da so, aha, ich bin also wieder mal der Dulli. Ne? von daher. Und bei mir war es dann aber nachgegangen dann so, dann habe ich mir ein ordentliches, damals war 29 Zoll, das war glaube ich 2014, bei meinem Bike-Dealer um die Ecke in Bergamont Revox 4.3, das war ein Hardtail 29 Zoll, habe einen kürzeren Vorbau dran gemacht gehabt und dann habe ich schon wieder angefangen so ein paar Kilometer zu reisen, bis ich dann nachher mit einer anderen Reifenmarke da auch mal geschafft habe, über 50 Kilometer zu kommen mit Dudes zusammengefahren, bis es dann 2016 dann richtig so in die Enduro-Schiene gegangen ist. Ich wollte mal auch öfters die Enduro One mitfahren, nur immer vorne beim Training ist mir irgendwas passiert. Entweder hatte ich einen Rippenbruch oder mein Knie, also die Pfanne war vorher gebrochen und dann konntest du da nicht mehr mitfahren. Ne? Deswegen habe ich gesagt gehabt,
nimm dir nichts mehr vor, bleib einfach so, wie du bist, Petzold, und dann ist gut. Was ich aber mitgemacht habe, das war, ich glaube, das war 2017, Race am Rhein, wo ein Jahr später die Tour de France irgendwie war. Da bin ich Race am Rhein mitgefahren, die 46 Kilometer. Und ich hatte so das Gefühl irgendwie, ja, zwei Stunden. Ne? Zwei Stunden, könnte auch 2:30 sein. Es gab nur noch einen kleinen Moment und der war zum Schluss. Ich erzähle auch gleich das Ergebnis. Da gab es auch so einen kleinen Schlüsselpunkt. Ich irgendwie 3 Kilometer vom Ziel. Ich konnte nicht mehr, ich konnte echt nicht mehr. Und dann fährt so ein alter Sack an mir vorbei und ich dann, du kennst dich, ich brüll ja auch mal gerne, so ein Scheiß! Der lässt sich wieder auf meine Höhe zurückfallen und spricht mich dann auf Kölsch an, so ungefähr, was denn los, Jung? Ich so, ja, du, ey, guck, ey, was soll der Scheiß? Ey? Jung, riechst du das nicht? Ich so, was denn? Da vorne gibt's Bier. Wumm! Ich dann durchs Ziel gejagt, irgendwie krieg die Flasche Bier da in die Hand gedrückt, wollte gerade ansetzen, dann ruft der von hinten, geht doch! Ja, und das ist doch Motivation pur für mich, also jetzt, ne, wenn du so Biertrinker bist, so wie ich halt, ne? Aber es ist halt einfach, und da merkte ich zum allerersten Mal so, cool, die anderen Leute sind hier auch Motivator, wenn du auf der Strecke nicht mehr kannst. Und das fand ich halt einfach so ein kleiner Schlüsselmoment, ne? Und das war auch mit dem Enduro One. Ich stand da und hab mir noch an dem Tag nochmal das Knie verdreht gehabt. Also das war schon wieder alles zu verheilt, aber dann habe ich mir nochmal so leicht das Knie verdreht. Und dann stand Jasper Jauch vor mir und sagte, komm, wir fahren. Sag ich kann nicht, ich habe mir mein Knie gerade verdreht. Sagt er, das gibt's doch nicht. Ne? So. Das sind so ein bisschen die Storys. Aber jetzt nochmal zu Race am Rhein. Ich bin nachher in Stunde 23 durchgejagt. Das geht schnell, ne? Ja. Also da hatte ich ein Fahrrad von Rose noch irgendwie halt noch mit Scheiben, mit Felgenbremsen dran. Das Ding war ultra leicht irgendwie weg. Aber dann bin ich nachher irgendwann umgestiegen, nur noch Mountainbike, und seit letztem Jahr fahre ich erst Gravel. So, ja. Das war so ein bisschen die Story, und Rockstar TV ist eigentlich ein Blog, und ich wollte einfach den Leuten nur sagen, pass mal auf, wenn ihr Einsteiger seid, irgendwie, ihr braucht euch nicht vorher das teure Material kaufen. Ich habe mir das immer bei Decathlon geholt, weißt du? So, weil weil wenn du einsteigst, dann brauchst du dir nicht von Firma XY für 200-300 Euro irgendwie eine Jacke holen. Irgendwie halt, geh zu Decathlon hin, guck, ob der Sport dir Spaß macht. Und wenn du dann was brauchst, was länger hält, ja, dann kannst du das dir dann kaufen. Na, aber am Anfang brauchst du es nicht. Vor 2 Jahren habe ich noch das Triban 500 bin ich gefahren. Ein super Fahrrad für jeden Einsteiger. Okay, jetzt sind die Preise gestiegen. Das hat aber damals 640 Euro gekostet. Ja. Na, es ist eine Sora-Schaltung noch. Scheiß drauf, du kannst damit fahren. Ja. Also das ist natürlich, ich bin natürlich sehr verwöhnt vom Material. Ja. Wir wissen da teilweise auch gar nicht mehr so richtig, wie viel teuer das auch alles geworden ist. Im Endeffekt kann man auch mit einem sehr einfachen Rad Spaß haben, und das kommt da gar nicht so krass drauf an. Wenn man jetzt natürlich anfängt, Rennen zu fahren und so weiter, dann ist es natürlich schon ein bisschen was anderes, aber jetzt einfach nur, sage ich mal, als Hobby Fahrrad fahren. Und das ist ja was viele als Kind sehr, sehr gerne gemacht haben. Ja. Glaube ich, dass es einfach sehr vielen Leuten gut tut und die das vielleicht nochmal so ein bisschen wiederentdecken müssen. Und da spielt es keine Rolle, was man für ein Fahrrad hat, sondern einfach nochmal anfängt, und vielleicht machen die ersten 1-2 Mal nicht so viel Spaß, aber man hat ja doch schnell Erfolgserlebnisse, weil es ist ja eine Sportart, wo man sehr schnell merkt, okay, jetzt geht's besser, der Körper hat sich wieder ein bisschen dran gewöhnt. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wo ich immer froh bin, wenn man da irgendwie jemanden dazu verhelfen kann, das nochmal in Angriff zu nehmen. Eben. Du, Peter, die Stunde ist rum. Ich leite mal jetzt so den Abschluss, den Feierabend ein. Peter, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe viel über dich erfahren, oder eher gesagt, wir alle haben sehr, sehr viel über dich erfahren. Sehr interessant.
Und ich weiß auch, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden, wenn es jetzt Eurobike sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht da wieder mit Maxis da bist. Was ich nur sagen wollte, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir den Podcast aufzunehmen. Und ja, du hast das letzte Wort. Ja, vielen lieben Dank für das gute Gespräch. Und ich bin mir auch sicher, dass wir uns nochmal sehen. Tschö. Ciao.